Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ignadum zu einem neuen Part Pokémon Schwert. Das ist Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Hier sind wir vor der Arena von Tofield, dem Tofield Stadion. Ja, der erste Arena-Kampf erwartet uns und auf geht's rein. Zögern wir nicht lange und betreten das Tofield-Stadion. Aha, so sieht also der Empfangsbereich hier aus. Wir haben einen weiteren Pokéball-Typen. Hey, ich bin's, Balduin! Ach, derselbe wieder. Der Balduin schon wieder. Als Zeichen unserer Freundschaft habe ich hier einen ganz tollen Ball für dich. Er ist ein Freundesball. Verstaust das Item in der Pokéball-Tasche. Ein besonderer Ball, der dir zum Party von gefangenen Pokémon sofort ansteigen lässt. Fängst du ein Pokémon mit einem Freundesball, ist es dir gegenüber sofort zutraulich. Schon faszinierend, was so alles in einem kleinen Pokéball steckt, oder? Joa. Schon faszinierend. So, wen haben wir hier? Feuerattacken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv. Das gehört zum Grundwissen. Ein paar Challenger. Senesect. Du bist doch ein Arena-Challenger, oder? Wenn du dir den Pflanzenhorn schnappst, merke ich mir deinen Namen. Na dann. Erst dann. Ich schaffe es einfach nicht, mir einen Gallamorzi zu fangen. Wenn du eins hast, würdest du es gegen mein Mauzi tauschen? Ich habe glaube ich keins. Oh, verstehe schon. Aber wenn du es dir doch noch anders überlegst, bin ich zum Tausch bereit. Ich habe ein Mauzi schon. Also ein Mega Dynamax, Giga Dynamax Mauzi. Ob der da auch ein Arena-Challenger ist? Ist er. Reden wir da nicht. Gibt es T-Shirts zu kaufen oder was? Dieser Trainer, der soll Hobbs-Rivale sein. Ach Mensch, Leute. Der Trainer hat eine Empfehlung von Delion. Dann kann ich nochmal Pokémon Supermarkt Patente kaufen. Ja, hätten wir nicht im Pokémon Center machen müssen. Etwas verkaufen. Haben wir hier was, was wir verschenken können? Also nicht verschenken, verkaufen. Beeren. Ja, sieht gerade nicht so aus. Haben wir doch schon im letzten Part gesehen und im letzten Part bemerkt, dass da nicht so rosig aussieht. So, was hast du hier? Willkommen im Uniformladen. Suchst du nach was Bestimmtem? Alal, den kann ich auch nicht mehr. Oh, schöne neue Klamotten für die Arena Challenge. Okay, Geisteruniform, Eisuniform, Käferuniform, Stahluniform. 18.000. Ach du Schande. Ja, so viel Geld habe ich leider nicht mit dabei. Psycho-Uniform, Elektro-Uniform, Boden-Uniform, Flugbuckmann-Feuer. Ja, Normal-Uniform, Feuer gibt es hier nicht. Ich würde ganz gerne mit einer Feuer-Uniform antreten. Das finde ich ganz nice. Geister-Buckmann vielleicht auch irgendwann. Käfer ist nicht so mein Ding. Psycho, Boden, Flug, Normal. Normal-Uniform. Ja, sehen nicht schlecht aus. Ja, hab momentan nicht das Geld dafür. Vielleicht nach der Arena, vielleicht kriegen wir hier ein paar tausend. Ich glaube nicht dran, aber ja. Oder vielleicht haben wir doch etwas, was wir kaufen können. Energiestaub, das bringt was? Ja, das wird auch nicht viel wert sein. Max Bonbon. Ja, wir haben jetzt hier nicht wirklich das Wahre, was man verkaufen könnte. Riesenpilz. Kaufpreis 2500. Sternstück 600, 6000. Das reicht noch lange nicht aus. Zutatentasche, okay.
Ja gut, dann machen wir uns mal auf in den Kampf. Ah, du bist Arena Challenge. Willkommen. Lass mich dich erstmal grundsätzlich den Ablauf der Arena Challenge abklären. Das Ziel der Arena Challenge besteht darin, verschiedene Arena-Missionen zu bewältigen und die Arena-Netter zu besiegen. Vor jedem Arena-Netter, den du besiegst, erhältst du einen von insgesamt 8 Arena-Orden. Alles klar. Möchtest du dich nicht gleich noch an der Arena-Mission versuchen? Oh ja, los geht's. Gut, dann solltest du erstmal deine Uniform schlüpfen. Die ist bei Arena-Mission Pflicht. Und falls einem die normale, die Standard-Uniform nicht so sehr gefällt, kann man sich ja eine neue kaufen. Und haben wir nicht das Geld dafür, aber irgendwann vielleicht. Wenn es da noch eine Feueruniform gibt, da bin ich mehr der Fan von. Feuer ist so mein Typ. Alles klar. Na, das sieht doch spitze aus. Und da wären wir eine phänomenal aussehenden Pflanzenarena. Wow. Sieht doch mal nicht schlecht aus. Die Mission der Arena-Leiter von Tofield für Challenger vorgesehen haben, besteht darin, diese bockigen Woni zu diesem rivalen Wand zu treiben. Ach, das kennen wir auch schon aus Super Mario Party. Da musste man Pinguine zur Wand treiben. Oder zum Ausgang. Oh Mann. Ich bin übrigens der Schiedsrichter. Stewart lautet mein Name. Meine Aufgabe ist es, den geregelten Ablauf der Arena-Mission zu überwachen und die Ergebnisse der Kämpfe weiterzuleiten. Nun dann, möge der Arena-Mission beginnen. Klingt jetzt nicht nach der schwersten Mission, aber gut. Dann rollt mal Wollies. Gut. Hier zuerst. So, da haben wir schon 15. Da ist da drin. Der Rest kommt auch noch. Ja, der Rest kommt gleich nach. Sehr nice. Das war jetzt ein schwieriges Ding. Ach, die müssen wir jetzt weiter treiben. Oha. Ja. Ein wilde Pokémon natürlich. Die müssen die Wollies wegnehmen wollen. So. Und da war doch gerade ein Volti. Und da kommt der Trainer. Jo, natürlich bleiben Trainer hier nicht aus in dieser Arena. Nenn's nicht persönlich, das ist mein Job. Ich nehm's nicht persönlich, keine Angst. Arena-Leiter Rovan fordert dich heraus. Arena-Leiter Rovan setzt Cortini ein. Los, Rex. Achso, ja, den haben wir ganz vorne hingesetzt. Das ist ein bisschen blöd in der Pflanzenarena, aber gut. Wir können es ja mal versuchen. Können wir gleich mal das Team auswechseln. Elektro-Pokémon in der Pflanzenarena ist jetzt nicht das Effektivste, was man machen kann. Aber vielleicht kriegen wir ja irgendwie den ersten Trainer besiegt. Nehmen wir uns das Feuer-Pokémon für den Schluss auf, für den Arena-Leiter. Ja. Ich beiß mal hier auch nicht zu. So geht's auch. Haben wir schon gleich die Hälfte. Turbo-Trea. Und Voldy hält's durch. Rex, naja. Wir hätten es auch einfach Voldy nennen lassen können. Wir hätten es einfach bei dem Namen lassen können. Voldy ist eigentlich ein schöner Name. Klingt ja schon fast wie ein Spitzname. Aber gut. Heißt jetzt Rex. Nicht ganz der attraktivste Spitzname für einen Hund, aber ja. Gab schon Schlimmeres. Hätten auch Hasso nennen können. Na komm, halt durch. Halt durch, Voldy. Es gibt ja noch einen Namensbewerter in jedem Pokémon Center. Da können wir ja noch hingehen und es Voldy umbenennen. Wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee. Oh, Voldy jetzt fast geschafft. Fast ganz alleine. Minlein. Kriegt er jetzt keine Erfahrungspunkte in der Arena. Aber wir heilen es einfach nochmal. Rasierblatt nicht effektiv. Ja gut, muss jetzt nicht sehr effektiv sein. Oh,
Selbes Pokémon gegen selbes Pokémon, ein gleiches Pokémon gegen gleiches Pokémon. Das ist interessant. Cortini gegen Cortini. So, Pokémon besiegt. Hat er noch mehr? Um noch mehr zu bieten. Jetzt kriegt keiner Level, aber ja. Nie ein neues Level, Rufus neues Level. Kanon. Ja, grundsätzlich nicht schlecht. Lockduft können wir vergessen. Ja. 1, 2 und schwupp. Mimi hat Lockduft vergessen und Kanon erlernt. Rufus erreicht Level 16, 18. Sorry. Rovan besiegt. Du bist deine Pokémon seit einer Einheit. So wie es sich für eine Arena-Challenge gehört. Du gewinnst 1536 Pokémon damit die Siegreich aus dem Kampf gegen den ersten Trainer in der Arena, in der ersten Arena hervor. Laute Musik. Oh. Und er hier entwickelt sich. Rufus. Waggonk. Hervorragend. Glückwunsch, dein Rufus hat sich zu einem Waggonk entwickelt. Ein Pokédex-Eintrag. Coole Pokémon. Na, was sonst? Es produziert Steinkohle in seinem Körper. Die von ihm abfallende Kohle wurde früher in der Galarregion fürs tägliche Leben genutzt. Gesteinfeuer. Aha. Dieser Doppeltyp also. Rufus versucht, Nitro-Ladung zu erlernen. Soll eine bekannte Attacke durch Nitro-Ladung ersetzt werden? Gerne doch. Nitro-Ladung ist gut. Tackle dann vielleicht. Ja. Wozu brauchen wir noch Tackle? Und Nitro-Ladung erlernt. Sehr nice. Den können wir auch gebrauchen. Dann kommt mitten durch. Ja. Satz mit X. Kräuter mal weiter. Satz mit X, das war wohl nix. Ach, sag nicht, die bleiben da bei dem Trainer stehen. Ja, das war ja klar. Dass die durch das Pokémon aufgehalten werden. 11 von 20. Und Volgi tun hier rum. Was ist mit euch? So. Einmal den Trainer umgehen. Gekund, Zwergenfluss-Taktik. So. Da sind es 20. Und hindurch. Weiter vorne geht's. Ja, das ist doch anders, als ich gedacht hätte. Ich dachte, das wäre nur die erste Prüfung. Und fertig. Nein, komm nicht zu nah, Volgi. Au wei. Trainer umgehen. Ja, es hat geklappt. Ja, wir sollten jetzt nicht wieder in den Trainer umgehen, aber ja, ist gut fürs Training. Kannst du mal zeigen, wie es geht. Da sind die Volgis angekommen. Sind einfach schon am Ziel. Jo, Sekunde, ich kämpfe noch gegen die. Du hast es nicht mehr weit bis zum Arena-Alter, aber freue dich nicht zu früh. Irgendwie müssen wir hier den Part vollkriegen. Arena-Trainer Alina fordert dich heraus. Arena-Leiter Alina setzt Frubberer ein. Aha. Welches Frubberer hätten sie denn gern? Ja, das ist auch eine Sendung, die ich eigentlich nicht kennen sollte. Ich kenne es nur vom Hören sagen. So, Kanon können wir gleich mal ausprobieren. Todra. Ja, nie hält's aus. So, Kanon. Einmal mit Gesang. Mit schrecklichem Gesang getötet. Turbodreher habe ich auch. Los. Haselblatt? Ja. Pflanzen-Pokémon besiegen. Das ist ohne Taktik. Kann man machen, muss man nicht. Turbodreher. Mal sehen, wer am nächsten aufhält. So, Turbodreher. Schon im roten Bereich. Sehr gut.
Wir drehen uns weiter. Gesamt, das wäre jetzt eigentlich nicht nötig gewesen. Aber gut. Hat sogar nichts gebracht. Kanon noch zum Plus. Noch einen letzten Kanon anstimmen. Nicht? Nein. Schade. Nun besiegt. So. Ich will mal Rufus einsetzen. Und Waggon. Sehr nice. Es hat auch Feuerattacken. Das müsste doch effektiv sein. Müsste die Pflanzen-Pokémon vom Gegner doch ausschalten. Nitro-Ladung. Nitro-Ladung. Versteht ihr? Das ist ja mal genial. Ich bemerke das gerade erst. Nitro-Ladung bei Waggon. Das ist ja mal nicht schlecht. Das ist ja nicht die schlechteste Attacken-Pokémon-Kombi. Nitro-Ladung. Auf geht's. Jo. Die Attacke macht mal endlich Sinn bei einem Pokémon. Bei anderen Feuer-Pokémon eher nicht so, aber bei dem macht das Sinn, dieser Name. Wir versuchen mal Felswurf. Weiß nicht, ob das so viel bringt. Ausreichend bringt es. Mirabla besiegt. So, dann braucht man hier gleich mal ein bisschen Heilung. Und dann geht's weiter zum Arenaleiter. Mann, du bist stark. Jetzt darfst du dich freuen. Als nächstes wartet die Arenaleiter auf dich. Mystica ist im Kampf gegen die laute Musik hervor. Oh, noch eine Entwicklung. Oh, lauter Entwicklungen hier in der Arena. Ich weiß nicht, wie ich das im Thumbnail unterbringen soll. Nanu, Wendell entwickelt sich. Rufus und Wendell entwickeln sich in diesem Part. Aha. Alles klar. Glückwunsch, dein Wendell hat sich zu einem Gaunux entwickelt. Sieht nicht schlecht aus. Für Gaunux wurde eine Attacke im Pokédex angelegt. Es markiert heimlich die Beute, auf die es ein Auge geworfen hat. Dann folgt es dem Geruch und stiehlt sie, wenn sich die Gelegenheit bietet. Aha, Wendell versucht, Raub zu erlernen. Was sonst? Das passt auch mal. Der Standpauke der Prügelgewissheit. Ruckzuckieb. Prügler können wir verlernen. Das ist. Die Attacke bin ich eh leid. Ins Zeug und schwupp. Wendell hat Prügler vergessen. Endlich. Und Raub erlernt. Die Attacke war ja Bullshit. Wilde Voldis, das ist auch eine interessante Sache. Klingt cool. So. Ich hätte gerne ein paar Tränke und ein paar Items. So, Trank auf Rufus. Der hat es jetzt nicht wirklich nötig, aber einen Trank kann es geben. So, wir brauchen schon fast Supertränke für unsere Pokémon. Beleber, Minlein und Rex. Zwei erstmal verschwendet. Ja, wir haben genug gekauft. So, Trank. Haben wir unser ganzes Geld, was auch für die Uniform hätten ausgehen können. Verschenkt. Ja, ich würde hier mein Geld hauptsächlich für die Uniformen ausgeben. So, da wären wir also. Arenaleiter, ich komme. Ach, hier noch eine kleine finale Tür. So muss das. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Nun geht's zum Champ, zum Arena-Leiter. Au, oh, ab ins Stadion. Jo, so sieht's aus. Ich laufe ein bisschen zickzack. Ja, genau. Auf einer Arena-Fläche, so muss das stattfinden. Da kommt der Herausforderer mit seinen 6 Pokémon. Die trägt er schon am Gurt. Na, das schreit ja nach Dynamax. Nach Dynamaxing. Evo, die haben wir leider rausgepackt. Kann das vielleicht ein anderes Pokémon von mir? Mein Arena-Stadion ist die erste Anlaufstelle für alle frisch gebackenen Arena-Challenger. Daher gibt es hier so viele Herausforderer, dass ich kaum eine ruhige Minute bekomme. Also habe ich meine eigene
besondere knifflige Arena-Mission überlegt, dachte ich mir zumindest. Für dich war sie offenbar kein Problem. Hut ab. Naja, Schafe rollen, das war jetzt nicht sonderlich knifflig. Du scheinst ein gutes Gespür für Pokémon zu haben. Nur ein Grund mehr für dich, alle Register zu ziehen und deine Pokémon zu dynamaxieren. Das wird ein spannender Kampf. Ja, mal schauen, ob es ein Teammitglied von mir kann. Ich glaube nicht. Und das die Arenen, die bieten sich an für Dynamax-Kämpfe. Mal schauen. Jauro, fordere dich heraus. Hervorragend. Deine Karte haben wir schon. Cortini. Wow. Und wir kämpfen sogar direkt dort in dem Stadion. Also das ist... Es wechselt sich nicht der Bildschirm. Also... Das ist ja geil. Dynamax. Ja, haben wir schon erfahren, was das ist. An bestimmten Stellen der Galar-Region ist es Pokémon möglich, gigantische Ausmaße anzunehmen. Dieses Phänomen nennt man Dynamaxierung. Berührst du das Dynamax-Symbol, das erscheint, wenn im Kampf das Dynamax-Band aufleuchtet, kannst du deine Pokémon dynamaxieren. Die Dynamaxierung eines Pokémon hält nur 3 Runden lang. Aha. Ein dynamaxiertes Pokémon kann mächtige Attacken einsetzen, die Dynamax-Attacken genannt werden. Die Attacken lösen je nach Typ einen zusätzlichen Effekt aus. Warte den richtigen Zeitpunkt für eine Dynamaxierung ab, um den Kampf für dich zu entscheiden. Batterieleistung der Konsole lässt nach. Okay, Dynamax kann es nicht. Ach ja, wir wollten das Pokémon-Team umwechseln. Cool. Lobus Rufus, kannst du mal kämpfen. Du kannst schon Feuerattacken. Rufus und Mordi sind hier meine Pokémon. Die Menge jubelt, die Menge tobt. Zauberblatt wird dir bei Rufus nicht viel bringen. Dynamax! Dynamax Rufus, na geil. Deiner Brand, na das will ich sehen. Deiner Waggon. Spitze, wer kann das? Na super. 3 Runden. Ja, das haben wir ein bisschen spät eingesetzt, ein bisschen zu früh eingesetzt. Aber gut. Wow. Alles klar. Ein bisschen gigantisch. Und jetzt das kleine Ding verbrutzeln. Ja. Ein Krater haben wir geschlagen im Spielfeld. Cortini wurde besiegt. Ja. War jetzt ein bisschen OP. Rex Level 1 plus. Seine betankte Brille. Brüller, sag mal. Ja, gut. Jetzt eher nicht so. Unterbrich nicht die Spannung hier. Kotomi, weiterkämpfen. Ja, der setzt auch gleich mal in Dynamax Pokémon ein. Da haben wir hier gleich auf. Muss nicht der riesige Typ das kleine Ding besiegen. Deiner Brocken, versuchen wir das mal. Die Menge tobt. Zeit für Dynamax. Wir werden euch mitsamt euren Wurzeln ausreichen. Yo, Dynamax vs. Dynamax. So sieht's aus. Dynamax. Pflanzen-Pokémon. Der Kampf der Giganten. So schaut's aus. Level 20. Die Menge sinkt. Sieh zu und schau nach. Wow, ja, das ist der Kampf der Giganten. Hält durch, Rufus. Es hält durch. Ein Volltreffer. Naja. Verstehe nicht, was die singen, aber die singen irgendwas. Die Fans sind außer sich. Wir feuern uns an. Wow. Gigantische Szenen spielen sich hier ab an dem Arena. In der Arena. Versprochen. Ja, auch versprochen in dem Sinne. Versprochen, dass ich hier riesige Szenen am Spiel. Vor allem riesige. Ich habe glaube ich gleich wieder Endliga-Dynamiziert. Aber gut, solange wir es noch können. Dynamax Brand. Na komm. Nein. Bin ich da. Oh, es hält sich wieder.
Das ist nicht gut. Dann komm, ich werde auch ein bisschen geheilt. Nicht schlecht. Nein, ich bin wieder klein. Das muss ich mir jetzt kleiner gegen das große wehren. Ja. Nitro-Ladung. Na komm, halt durch. Deiner Flora. Na komm, Rufus. Ja, so ein kleiner gegen so ein großes. Hat ja nicht klappen können. Aber es wird, glaube ich, auch gleich wieder klein. So. Wir versuchen es mal mit Wende. Den können wir auch mal zwischendurch reinhauen. Der kann auch mal kämpfen. Hat er wirklich 6 oder? Ah, jetzt ist es wieder klein. So, dass Dynamics hier aufgehört. Weiter geht's. Auf der richtigen Ebene. Ach, er hat nur 2. Das heißt nur 2. So, Raub. Können wir Raub gleich mal ausprobieren. Raub. Wir rauben den NKP. Zauberblatt. Vielleicht brauchen wir den Modi gar nicht. Ja, vielleicht schon. Was? Die Attacke schenkt mir KP. Das ist ja interessant. So. Stanzpauke. Schwarz. Na komm. Der kriegt das Wende sogar hin. Wir kriegen wir das besiegt. Sportini. Na komm. Erste Arena-Orden. Ich komme. Pflanzenorden. Der wird mein sein. Was? Ach so, das war nur eine Attacke. Na. Die Menge sinkt. Verfolge. Es wird final. Es wird spannend. Noch wenige KP. Na. Das finde ich cool. Wie die Menge singt. Und Cortini besiegt. Nice. Die Menge ist außer sich. Der Zwerg hat es geschafft. Es gibt einige Erfahrungspunkte. Rex-Level 16. Das ganze Team. Jaro wurde besiegt. Na, so muss es. So verwelkt unsere ganze Pflanzenpower. Du bist beeindruckend, Arena Challenger. Du gewinnst 3200 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den Jaro, den Arena-Leiter, den ersten Arena-Leiter, hervor. Oh, noch eine Entwicklung. Da haben wir ja noch nicht genug gehabt in diesem Part. Blackie entwickelt sich. Die hat coole Weiterentwicklungen. Das sage ich euch. Glückwunsch, denn Blackie hat sich zu einem Kranowitz entwickelt. Pokédex-Eintrag. Es weiß Objekte geschickt einzusetzen. So greift und wirft es zum Beispiel kleine Steine mit seinen Krallen und wickelt Steine um Gegner. Aha. Also Steinflug. Ein fliegender Stein. Du hast dich richtig in diesen Kampf reingekniet. Und jetzt erntest du die Früchte dafür. Du hast im Rahmen der Arena Challenge einen Arena-Leiter besiegt. Um deine Leistung zu ehren, verleihe ich dir hiermit den Pflanzenorden. Ich habe das Gefühl, er hat nicht alles gegeben. Er hat 6. Er hat 6 Pokémon an seinem Band, an seinem Gürtel, aber hat nur 2 eingesetzt. Naja. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 25 fangen. 8 Orden musst du dir erkämpfen, wenn du die Arena Challenge siegreich abschließen willst. Viel Erfolg dabei. Geh und zeig's den anderen Arena-Leitern. Geschafft. Mein herzlichsten Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Arena-Leiter Jaro. Zweifelst. In Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese TM. Bitteschön. Du erhältst TM 10 Zauberblatt. Du verstaust das Item in der TM-Tasche. Magischer Blattangriff, dem nicht auszuweichen ist. Dazu kommst du außerdem Jaros Uniform. Oh. Aber bevor du fragst, das ist natürlich nicht das Original, sondern nur eine Nachbildung. Ach, schade. Der hat doch bestimmt mehrere davon, da kann er doch bestimmt eine von abgeben, oder? So wie Fußballer ihre Trikots mal ins Publikum werfen oder so. Verstehst du? Pflanzenuniform erhalten. Ach, ist jetzt nicht so meins. Aber gut. Ach, die Grüne da.
Nur zu deiner Information, Zwergenfürst. Die Arena-Challenge sieht vor, dass du die Arenen in einer festen Reihenfolge abgrast. Abgerast. Ha! Was für ein toller Wortwitz. Für dich steht jetzt erstmal Kate, die Arena-Leiterin von Kielton, auf dem Plan. Route 5 führt dich direkt dorthin. Aber mit den Pflanzenorden in der Tasche könnte es sich lohnen, vorher einen Abstecher in die Naturzone einzulegen. Da gibt es nämlich einige sehr starke Pokémon. Es ist zwar nicht gerade einfach, Pokémon zu fangen, deren Level höher ist als deiner. Fast unmöglich. Team-Pokémon, doch deren Aufwand lohnt sich. Ja, eher nicht so. Nein, danke. So, wo ist sie? Hast du dir jetzt meinen Namen gemerkt? Du bist doch Zwergenfürst, oder? Das war super. Ich bin jetzt dein Fan. Plus ein Fan. Abonniere meinen Kanal. Ja, dann würde ich auch mal sagen, abonniert ihr meinen Kanal. Wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, Daumen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal sitzt. Sagte ich ja schon, das sage ich jetzt zweimal. Kann ich oft genug sagen. Ja. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich im nächsten Part wieder. Wenn es dann weitergeht Richtung nächster Arena-Kampf. Wir lassen keine Rast zu mir. Wer rastet nicht, wer rastet, der rostet. Es wird weiter gekämpft, es wird weiter vorangewandert auf der Route Richtung nächster Arena. Die Arena-Challenge wird nicht ruhen. Ja, bis dahin, bis zum nächsten Part. Haut rein. Ciao, ciao.